Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Bell. Diesen Sommer grillen wir Promis, duellieren sich Promis mit passionierten Grillfreaks und bescheren uns somit die Grillparty des Sommers. Zur Seite steht den duellierenden Grillchef Lukas Berger, der bei Bedarf sein Know-how weitergibt, allerdings nur für je eine Minute. Die Jury. Das ist Wurstkönig Hausi Leutnecker, Rolf Fliegauf, der jüngste Zwei-Sterne-Koch Europas, und Clifford Lilly, der Mann fürs Auge. Sie entscheiden mit ihren scharfen Zungen, mit ihrem Gaumen, wer das Duell gewinnt. Heute im Duell Schauspieler David Bröckelmann. Als Stimmenimitator zieht er alle Register. Ob Jackins, Hüppi oder Eschbacher, er hat sie alle drauf. Muss ich eine Mannschaft intrigieren? Mit seinen Auftritten bei Jacobo Müller imitiert er sich in aller Munde und vor allem auch in Erregung einiger Prominenten. Sein heutiger Gegner, Dominic Colette. Der Harley-Davidson-Marketing-Manager liebt das heiße Geschoss. Ob am Grill oder am Motorrad, seine Leidenschaft killt dem lodernden Feuer. Der David, der packe ich heute. Er liefert, ich liefere. Das ist kein Problem. Ich schlage Dominik heute überhaupt nicht, weil ich null Ambitionen habe, weil ich der mieseste Koch und der schlechteste Griller ever bin. Aber ich habe ja Hilfe und die werden mir helfen. Und jetzt muss ich herausfinden, wie das zum Funktionieren bringt. So geht's! Ja. Achtung, Selbstironie. Und hier ist Doktor, Grillchef Lukas Berger. Hallo zusammen. Hi. Zum heutigen WM-Special machen wir Kabeljau in einer Caipirinha-Beize und Salat aus Palmherzen und Mango. Wow. Für allfällige Fragen zum Menü habt ihr die Möglichkeit, mit dem Glöckli mich 1 Minute 2 zu holen. Und dann stehe ich mit Rat und Tat zur Seite. Euer Warenbuffet ist genau gleich identisch auf eurem Tisch. Von meiner Seite aus gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer auf die Flamme, fertig, los! Auf in die erste Halbzeit. In 60 Minuten muss das Menü im Tor, auf dem Teller sein. Mach jetzt wieder Matthias Hüppi. Jetzt packe ich das Messer und schneide das Fischli durch und dann gibt's kopfdeckles Menü. Also mit viel Liebe scheint ja nicht gerade an das zarte Fischlein zu gehen. Das Geräusch ist schon übel. Wo bleibt denn da die Liebe, Lust und Leidenschaft? Gern Fisch, Hakan. Ist gut so. Fischstäbli ist okay. Hakan, David, wer denn jetzt? Herr Hüppi hat mir geholfen. Ich so, jetzt das Messer ansetzen, durchschneiden und das auch brüsten, damit er gut kommt. Und dann habe ich gefunden, ja, er hat recht. Weil ich habe schon das Gefühl, er ist ein grossartiger Grill. Du auch, Dominik? Oi. Ich merke, nachher ist es mal nötig, dass ich da das Glöckli läute. Ich glaube, ich kann es eigentlich noch ein bisschen aufsporen, aber ich glaube, das ist schon am Anfang mal. Was? Jetzt schon? Grillchef Lukas Berger. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche deine Hilfe. Ich möchte zwei schöne Files rausholen. Das eine ist gerade dünn. Wie soll am besten auf der anderen Seite das zweite Stück holen? Das ist doch ein Filetiertipp. Musst du schauen, dass du wirklich den Fisch gut hältst. Dann nimmst du ein bisschen Papier, du es nicht abrutschst, hältst den Fisch und dann gehst du wirklich mit dem Messer auf dieser Kante entlang da durch und du den Fisch abdrücken. Du schaust das Messer, so hast du. Ja. Und dann schneidest du es ab. Okay. Nachher, wenn ich die Hand von der Garzeit her, wenn ich dann die ganze Beize alles gemacht habe, wie braucht der Fisch? Schaust du ihn an. Und wenn er schön glasig ist, ist er fertig. Okay. Sorry, fertig. Okay, weiter geht's dem Fall. Kante in der Mitte, hat er gesagt. Mitte. Ach, schau ich halt mal rüber. Jetzt müssen wir es würzen. Wie würde jetzt der Murat das würzen? Oh. Ich denke, wir nehmen den, ein bisschen von der roten und ein bisschen von der blauen. Ah nein, das ist ja vorbei. Dann nehmen wir ein bisschen Peperoni. Hey, Dominik, sieht gut aus. Finde übrigens nicht nur ich. Wow. Zwischen euch herrscht ja ein großer Konkurrenzkampf. Schafft ihr im Team oder was? Das ist so Fairplay, gell, Matthias? Fair, total Fairplay, ja. In der Mannschaft müssen wir zusammenspielen können. Muss ich in eine Mannschaft intrigieren, ist ganz wichtig. Und, ja, aber man muss auch immer schön zur Verteidigung raus und nicht attraktiv spielen, nur ans Resultat denken. Haben Hüppi, Hakan und Bröckelmann auch das Resultat vom Menü im Griff? Geh dich, das Marinadeli. Möchtest du mal probieren? Nö, danke. Soll das etwa die Caipirinha-Beize sein? Momentan legen wir die beiden noch zu wenig Wert auf den Caipirinha-Geschmack. Um mehr Geschmack zu bekommen, braucht es mehr Limettensaft.
Und für mehr Limettensaft muss man die Limette nehmen und sie mit Druck rollend auf einen festen Untergrund drehen. Dadurch wird die Struktur der Limetten zerstört und man kann sie, nachdem man sie halbiert hat und ausdruckt, mehr Saft aus den Limetten bekommen. Ah, Limette gehört auch noch zu GIP. Ja. Da machen wir einfach ein Limette drin. Yeah! So, jetzt geben wir dem mal etwas zu trinken. Der ist wahrscheinlich Durst wie nichts. Na, was kriegt der denn zu saufen? Ja, ein Fisch-Gaiperin, ja. Mm. Ich werde ihm ziemlich viel Alkohol geben, dass er schön durch ist. Vielleicht wirkt es auf die Jury. Die werden ein bisschen betäubt. Merkt es vielleicht nicht, wenn er nicht ganz perfekt ist. Ist das seriös daneben dran? Das heißt so fachkundiges Zeug. Aber du, Matthias, bist noch gibt es bei dir etwas anderes als Durst? Geht das überhaupt? Also Fisch auf dem Grill? Natürlich! Omelette! Ja? Steak! Okay. Alles geht! Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! Okay. Hopp, hopp, Jungs, die Zeit läuft! Wie sieht's denn aus? So, aus Distanz sieht's gar nicht so schlecht aus. Na, dann bringe ich euch jetzt eben ein bisschen durcheinander. Und zwar hiermit. Wer den Ball zuletzt in die Tonne kickt, dem nehme ich die Alufolie weg. Ja, die brauche ich nicht. Die brauche ich auch nicht. Kannst du schon jetzt haben. Gut, dann hole ich mir eben was anderes. Nein, das ist gut. Anpfiff. Hey, oh, super. Jetzt machen wir das Völker verbinden. Basel und Zürich. Wunderbar, auf der rechten Seite. Oh! Hakan, wo bleiben denn die Tricks? Brasilianisch machen. Super. Verteidiger, du musst kommen und musst einfach so ganz locker, zack. In die Tonne, nicht neben die Tonne. Das war großartig für diese Leistung, muss man sagen. Der Zürcher hat getroffen. Ja, 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 schon gut. Nicht ablenken. Verloren ist verloren. Alufolie brauchst du ja eh nicht. Also hole ich mir dein Zedernholzbrett. Macht man gar nicht. Scheiss Zedernholz. Birken ist eh viel besser. Es ist eben noch hilfreich, wenn man weiss, für was man das eingeleitete Zedernholz brauchen kann. In unserem Fall brauchen wir es für den Fisch. Wir legen den Fisch drauf und nehmen nachher das Holz und legen es auf den Grill. Durch die Hitze, die unten herkommt, gibt es nachher eine Dampfbildung und das gibt ein indirektes Grillen. Das heisst, wir haben eine ganz schonende Garart. Und das kommt Hammer. Also, dann ist jetzt Zeit, einmal ein fachgerechtes Urteil. Voilà, der Grillchef steht den Mr. Njakin, Hüppi und Bröckelmann für eine Minute zur Verfügung. Sali, Grillchef. Grüezi. Hoi. Kannst du noch etwas retten? Was hast du dir vorgestellt? Was willst du mit denen so machen? Also ich muss das nachher grillieren. Jawohl. Und jetzt, das habe ich mit Zitrone ein bisschen eingewirkt, habe ich aufgelassen. Und dann tue ich es einfach so drauf und tue es einfach so mit Haut nach oben. Auf was? In das. Sehr gut, jawohl. Und so eine Alufolie vorher? Ich würde Alufolie drunter legen, unter den Fisch. Und das drin. Genau, ja. Weil sonst kann es sein, dass der Fisch abbrennt. Wie lang? Bis es durch ist, bis es schön glasig ist. Okay. Und das siehst du, das siehst du, wenn Licht. Ja, das ist gut. Salat, mache ich einfach das plus das, das Schnetzel und Käse rein. Genau, ja, ich würde es noch würzen. Aha, was? Salz? Mit ein bisschen Öl. Öl, feine, sorry. Du hast mir schon sehr geholfen. Ja, das ist auch der Sinn der Übung. Jetzt musst du es nur noch umsetzen. Ja, okay. Alufolie. Zweite Halbzeit, Jungs. Dann würde ich sagen, Hakan, machen wir noch mal ein bisschen Salat. Was ist für Salat? Aubergine, Peperoni. Hä? Bist du im Salat jetzt? Ja, natürlich. Okay. Ist noch nicht fertig. Endlich. Jetzt scheint ja mal ein bisschen Konkurrenz aufzukommen. Oh nein, David, was machst du da? Probieren wir die jetzt einfach um den Stein um. Mango mit Schale? Na dann, guten Appetit. Hey. Alufolie? Ja, jetzt hast du sie mal nicht weggenommen, jetzt brauche ich sie halt trotzdem. Ha! Hinterhältige Tricks. Bröckelmann, Hüppi und Jakin versuchen, den Gegner taktisch auszuschalten. Und gut. Ja. Yeah. Also, wir können sie jetzt eigentlich auch an der Sonne. Wir müssen einfach in den Sonnenhebel angucken, aber wir haben eben nicht so viel Zeit. Gibt das etwa ein Jahrhundertspiel? Beide Mannschaften geben ihr Bestes. Abwehr und Mittelfeld steht astrein im Feld. Doch dann, ein Foul, ein klares Foul. Bröckelmann am Ball, Pass zu Colette. Nein, Fehlpass. Die letzte Minute ist angebrochen. Und? Tor! Nein, Abpfiff. Wer das Match gewinnt, entscheidet die Jury. Wurstkönig Hausi Leutenecker, Rolf Fliegauf, der jüngste Zwei-Sterne-Koch Europas und Star-Stylist Clifford Lilly. Sie entscheiden, wer die goldene Servala mit nach Hause nimmt. Meine Herren, bitte sehr. Die Spiele sind eröffnet. Mango-Salat,
Kabeljau. Sehr schön gemacht. Ja. Der ist schön auf dem Teller hingelegt. Das liegt ja alles sehr schön konzipiert da. Wobei hier haben wir es nicht, aber. So, dann machen wir mal. Jawohl. Was sagt der Profi dazu? Viel Knoblauch hat es da an den Beinen. Sehr, sehr viel. Also, Mini Mango hat noch der Hut auf. Das kann man nicht essen, das muss man wegnehmen. Nee, das kann man nicht essen. Es sieht nicht schlecht aus. Ja. Ich bin erstaunt ein bisschen wegen der Deko. Also es ist okay gelungen, aber ich habe ehrlich gesagt am David Zinini fast schöner gefunden. Ja, ich darf angehen. Emotionen pur. Noch ist alles offen. Aha. Ich weiß schon, was ich schreiben muss. Ich hätte dich trotzdem gern Haus. Ich weiß es doch. Herr Kollege. Die Vorarbeit für den Fisch, wenn das alles super machen muss, und das ist, ich glaube, kompliziert. Aber hat eine Kräutin nicht gehabt? Ja, ich habe zwei Kräne. Die Stunde der Wahrheit. Also, Ladies and Gentlemen, voilà. Der rechte Eck gewinnt bei mir. Ich finde, der sieht so schön aus auf der Teller. Mit den Augen isst man hier sehr gern mit. Auf der anderen Seite, die Quadrat-Teller waren ein bisschen wirr, alles ein bisschen durcheinander gemischt. Dazu hat der Fisch mir gut geschmeckt und auch der Salat ist fein gewesen. Ja, meine Wahl geht in die ähnliche Richtung. Also ich habe auch zum Rechteck, dazu bleibt zu sagen, der Fisch war wirklich sehr, sehr schön gegart. Mir war er fast ein bisschen zu überwürzt, also gerade was Knoblauch anbelangt, war sehr, sehr viel drauf. Für mich hat es das Thema Caipirinha noch zu wenig gehabt. Also Minze, Limette, das typische Caipirinha, 6 Punkte dafür. Ja. Bei dem Teller, da fällt es mir ein kleines bisschen schwerer, was Positives zu finden. Also der Kabeljau war viel zu weit gegart. Man sieht auch schon, das Eiweiß ist stark ausgetreten. Er war sehr, sehr trocken. Der Mango-Palmherzsalat hat quasi so nicht existiert, sondern die Palmherzen waren einfach so mit dabei. Die Mango angelegt, nicht mal geschält. Also hier müsste man auf jeden Fall noch Nachbesserungsarbeiten leisten. 3 Punkte für diesen Teller. Der rechte Vierte ist besser gewesen, ist auch gut präsentiert gewesen. Aber beide Sachen sind nicht schlecht gewesen, aber man hätte mehr Würze. Und Gerät draussen bei mir. Verstanden? Gerät raus. da nicht. Voilà. Super. Okay. Das bedeutet, wir haben einen Gewinner. Und der heißt Dominique Harley Collette. Rein optisch kann ich zufrieden sein. Aber ich habe viel gelernt. Nämlich, schälte ab der Mango. Yes. Ein verdienter Sieg. Der Pott kommt an den richtigen Fleck. Nächste Woche bei Die Promi-Griller das Duell. Vujo Bachelor Gavrich. Nicht verpassen, denn Vujo ist was für sich. Mach mit beim Promi-Griller-Wettbewerb und gewinne 1 von 10 Grillsets im Wert von 120 Franken oder Grillfleisch im Wert von 1000 Franken. Wie wendet man ein Fischfilet, ohne dass es auseinanderfällt? Griller A mit einer Gabel oder Griller B mit einem Fischgitter? Sende eine SMS mit dem Kennwort Griller A oder Griller B und deine Adresse an die Zielnummer 920, eine E-Mail an griller@sat1.ch oder rufe uns an unter 0901 595 509. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Bell.